Sehr schön, damit hat Mali ebenfalls alle Techniken gelernt. Wiederbeleben und auffüllen aller LP. Ich glaube nur bei einer Person. So, schauen wir doch mal. Huch. Ja, Laos hat sich da hinten versteckt. Hier gibt es allerdings nichts. Und diesen Kokon müssen wir jetzt einfach nach oben und nach rechts verschieben. Rechts auf alle Fälle. Hoch. Und nach oben. Und dann einfach draufklicken mit A und schon können wir draufklettern. Und hier hoch. Memo-Kappe, was war das doch mal für ein Ding? Ach, verhindert Ziegel, okay. Das also ist der Todesgipfel. Alle, die die Nacht fürchten und sich der Dunkelheit widersetzen. Gibt uns Kraft. Chrono. Das Amulett reagiert. Das Sai-Ei ist der Sprung. Aber wir sind so weit gekommen. Sei nicht traurig. Es war naiv von uns zu glauben, ihn zurückbringen zu können. Bitte gib Antwort. Verlass mich nicht. Und Markus ist das wie immer scheißegal. Chrono! Gefrorene Zeit. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Chrono. Der Chrono Trigger. Das Zeitei des Gurus. Und da sind wir alle zurück an jenem Moment. Wie schade, dass wir nicht noch mehr verändern können. Warum sagt Markus das, oder Janus? Wir ersetzen Chrono einfach durch den Klon. Chrono? Es ist Chrono. Chrono, du lebst! Wir müssen uns beeilen. Spart euch die Begrüßungen auf. Wir haben zu tun. Warum tut Markus so? Warum ist Markus oder Janus so kaltherzig, so bösartig? Das hat nichts mit Böse zu tun oder sonst was, er kümmert sich einfach nur um seinen eigenen Kram. Doch was es sein wird, das erfahren wir erst am Schluss. Chrono, du bist zurück. Ich bin sofort, Chrono. Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde. Da hat jemand Pipi in den Augen. Du darfst das nie wieder tun. Du kannst das nie wieder tun. Während du weg warst, sind viele Dinge passiert. Zuerst sind wir und danach. Aber Chrono, hörst du mir überhaupt zu? Du musst alles erfahren.
Klone der Gruppe hinzufügen? Yep. So, jetzt nehmen wir mal Robo mit. Und Markus mal wie immer. Als Außenseiter. Aber wie gesagt, volle Kraft voraus. Auf in die Gegenwart. Markus ist eigentlich kein schlechter Kerl. Wenn man halt, wie soll ich sagen, wenn man seine Absichten kennt. Ich meine, er hat Lavos ja nur beschworen, um ihn zu vernichten. Oder um ihn vernichten zu wollen. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir eigentlich Robo schon Mama zu Kronos Mutter vorgestellt? Was für ein schöner Tag. Das düster Omen glitzert in der Sonne. Ich werde die Wäsche machen. Oh ja, das ist das Problem. Alles sind nun mehr oder weniger ein Teil von Lavos. Habe ich eigentlich schon. Bist du eine von Kronos Freunden? Ach, du bist wohl sehr schüchtern, lieber. Ja. Düster oben, bla bla, glitzert. Okay, also Frog kennt sie schon mal. Isla kennt sie auch. Jesus. Krone auf Stufe 40. Halleluja. Gut, dann auf zurück ins Zeitenende. Denn wir haben jetzt die Story soweit durch. Und können uns nun endlich dem Finale zuwenden. Der alte Mann, oder besser gesagt Kaspar, hat noch was zu sagen. Da speichere ich jetzt doch erstmal. Schicksalsstunde. Das letzte Kapitel und das wird sich ewig, wirklich ewig in die Länge ziehen. Ihr wollt Lavos bekämpfen, korrekt? Viele Pfade stehen euch offen. Nehmt den Eimer oder steuert die Flügel der Zeit zum Tag des Lavos oder besucht das düstere Omen, das über eurer Welt am Himmel schwebt. Lavos ist mit ihm verbunden. Es liegt an euch zu entscheiden, wann und wo ihr Lavos bekämpft. Aber ihr seid die Einzigen, die gegen ihn eine Chance haben. Allerdings seid ihr nicht allein. Ich habe eine ungefähre Ahnung der Dinge, Menschen und Orte, die euch Kraft geben. In der mittleren Ära verhilft die Entschlossenheit einer Frau dem Wald zum Leben. Ein Flüchtling in der mittleren Ära, Ossi, haust in einem bösen Vor. In der Zukunft gibt es ein Problem, wo die Maschinen entstanden. Ein ganz besonderer Stein kann sein Leuchten auf jede Generation werfen, von der tiefen Vergangenheit bis in die ferne Zukunft. Der Geist eines edlen Ritters, den Markus in der mittleren Ära getötet hat, sucht die Gegenwart heim. In der mittleren Ära gibt es ein Objekt, das wie der Regenbogen schimmert. Am besten sprichst du mit deinen hier wartenden Freunden. Sie werden dir Hinweise geben, wie du ihn in ihre jeweiligen Epochen helfen kannst. Wenn die anderen Menschen und Wesen zur Seite steht, werden sie es euch nicht nur mit neuen Objekten danken. Erschließt ihr nicht euer Potenzial, so werdet ihr nie gewinnen. Leider muss ich die Ereignisse von meiner hiesigen exponierten Position aus verfolgen. Für jeden ist eine Aufgabe dabei, außer für Isla. Und ich glaube, außer für Luca. Wir können jetzt hier zum Tag des Lavos. Wir können mit Epoch, aber... LP-MP wiederhergestellt. Ich hole jetzt mal Marley ins Team. Und Luca. Denn jetzt schauen wir mal, was damit gemeint ist. Wir sprechen jetzt erstmal mit Markus. Ihr seid schwach und deshalb erfolglos. Schwachköpfe. Meinst du, sie noch am Leben? Übrigens, Ossi hatte ein Versteck, das meinem Schloss ähnelte. Dieser Ort wird uns jetzt gezeigt. Das können wir jetzt mit Markus machen. Quack, sieh dich an. Damen zur Linken wie zur Rechten. Der wandernde Geist des Kriegers. Ich frage mich. Und dorthin müssen wir...
mit Frog. Chrono, Chrono, Chrono! Eila kämpfen! Dorf hat starkes Verteidigungsding! Ansehen! Eila gehen! Hier viel gehen? Nö. Eila böse Chrono, okay. Nun da Chrono hier ist, sind alle fröhlich. Die Maschinen. Heißt das, ich habe eine Art Geburtsort? Oh ja, das hat Robo allerdings. Was es damit auf sich hat, werden wir erst in der nächsten Aufnahmesession erfahren. In der Schicksalsstunde, die, wie gesagt, zieht sie ewig lange hin. Auf jeden Fall wird es kein Zuckerschlecken. Einmal mit Margus. Jetzt muss ich gerade nochmal hier durchquatschen. Ja, kennen wir. Nee, so kann ich nicht. Ja, 1, 2, Markus, Robo, 3. Können wir noch? Frog, 4. 5. Jetzt, na verdammt. Bevor ich die Aufnahmesession beende, werde ich nochmal gleich... Ich werde kurz das Team wechseln. Weil ich jetzt noch mit Luca und Robo... Tun's das nicht nochmal an! Sonnenenergie wurde lange vor Lavas Energie benutzt. Vielleicht brauchen wir gerade sie, um Lavas zu besiegen. Das ist nämlich Lukas Aufgabe. Das wird was. Ich glaube es kaum. Ich bin so glücklich. Was tust du? Vater, nimm mich mit. Nö, ach komm schon. Denn jetzt wird nämlich noch etwas anderes gesprochen, nämlich eine Bestimmung für Mali. Ja. 2, Margus. Robo. Luca. Der Geist des Frog. Okay, das ist dann Malis Ding. Das ist dann Malis Ding. Gut, LP, MP wiederhergestellt. Schau ich doch mal. Ja, super. Sehr schön. Gut, jetzt würde ich aber sagen, noch einmal speichern. So, speichern. Und würde sagen... Das war's jetzt mit der Aufnahmesession. Wir haben viel erreicht. Wir haben jetzt alles fertig. Nur noch das letzte, Schicksalsstunde. Das ist das allerletzte Kapitel. Da können wir Lavas nicht nur vernichten, sondern wir können jetzt uns den ganzen optionalen Bossen und Quests durchschlagen. Und dazu kommen wir zum eigentlichen Problem, weil jetzt kommen nochmal um die 20 bis 22 Endbosse. Mit Lavas eingerechnet. Ja, das wird jetzt echt was. Aber bis Lavas dauert es noch etwas. Denn wir haben jetzt echt viel zu tun. Was wir jetzt aber machen werden, nun, ich zumindest eine Aufnahmepause, und dann schauen wir mal, was wir dann angehen werden. Lassen wir mal uns überraschen. Gut, denn das war's von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Let's Play und die Aufnahmesession haben euch soweit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Aufnahmesession von Chrono Trigger. Tja, bis dahin wünsche ich euch aber wie immer alles Gute. Machimaka für heute. Over and out. Tschö mit ö.